das, meine sehr geschätzten Mitglieder, recht, recht herzlich bedanken für die Runde Rüsch beim Hoteldirektor vom Hotel Christenhof in Donnersbach-Wald. Im Winter ist er wieder Einsatz. Muss er jetzt auf der Karibik, Wörthersee, an der Adria seine Hotels betreuen, der Gerhard. Wir möchten uns recht herzlich bedanken, danke. So. Jetzt haben wir den gestopftesten aller Zeiten zu begrüßen. Deswegen Gastronomie-Rat Gabriel Josef. Bitte sehr. Bravo. So, der Sepp zum Beispiel, der Kabarettist, der war ja früher bei der Feuerwehr und hat sehr weit gebracht, ja. Er war wirklich bei der Feuerwehr und wie er geheiratet hat, der Sepp, ist der Feuerwehrhauptmann zu ihm gegangen und sagte, du Sepp, also was du heute zum ersten Mal mit deiner Frau ins Bett gehst, nicht, weil er hat ja nie eine andere gehabt. Was du heute zum ersten Mal mit deiner Frau ins Bett gehst, dann musst du genauso nach Kommando gehen, als wie bei der Feuerwehr, ne? Er sagt, der Sepp, wie soll ich das angehen? Ja, sagt der Feuerwehrhauptmann, pass auf. Kommando 1, eine bitte dir. Kommando 2, dein, auf über die Stirn. Kommando 3, ein ins Zimmer. Kommando 4, dann, ja, das zinkt natürlich ausziehen. Kommando 5, dann musst du natürlich selber weiter wissen, ne? Das ist klar. Und dass er das Sepp denkt, das ist gar nicht so schlecht. Gute Idee. Nächsten Tag in der Früh, also nach der Gaudi, um 3:30 in der Früh, schnappt er seinen Staubsauger. Seine Maria, ja. Also aussieht, marschiert durchs Gasthaus. Bei der Haustür hat er schon geschrien, Kommando 1! Eine. Kommando 2! Auf dem Stirn, Kommando 3! Ein ins Zimmer, Kommando 4! Bein! Sind die Fetzen schon durch die Gegend geflogen. Kommando 5! Das ist natürlich schön, wenn auf einmal schreit seine Frau, selbst seine Frau, Kommando 6! Bitch, Kommando 6? Was soll das heißen? Er hat geschrien, mehr Schlauch!